Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri. Während unsere Terraforming-Bemühungen allmählich Früchte tragen, der Sauerstoff steigt jetzt doch etwas stärker mittlerweile, haben wir eine geheimnisvolle Botschaft erhalten von einer Person, die sich nicht identifiziert hat und die uns vor der ISA gewarnt hat, dass die uns belügen würde und wir vorsichtig sein müssen, weil sie nicht das Beste für uns im Sinn haben. Das ist natürlich eine ernste Anschuldigung, wo man vielleicht erstmal vorsichtig sein sollte, ob man das wirklich ernst nimmt. Aber auf der anderen Seite hat diese Person einen Beweis angekündigt, der sich angeblich hier befinden soll. Das kann natürlich genauso gut eine Falle sein. Hier steht, meine Wissensdatenbank hat keine Einträge zu diesem Gebäude. Es scheint ein verlassenes Bauwerk der Techies zu sein. Das ist natürlich ein erster Hinweis, wer das sein könnte. Vielleicht kommt es von den Techies, also der östlichen Koalition. Das ist ja unser Rivale oder die Rivale der OxyUN bzw. ISA. Also ist ja nicht ganz das Gleiche. Hier ist übrigens ein schönes Wasservorkommen. Das sollten wir uns auf jeden Fall schnappen. Aber weil die ISA ja auch schon etwas seltsam mit unserem geliebten Dr. Foster umgesprungen ist und sich in letzter Zeit auch nicht so nett gegenüber uns verhält, sind wir vielleicht durchaus geneigt, auch so einer Sache nachzugehen und der durchaus Glauben zu schenken. Deswegen werden wir das erstmal überprüfen. Wir werden erstmal gucken, ob da vielleicht ein Funken Wahrheit dran ist, weil wenn die ISA uns belügt und unsere Mission in Gefahr ist, dann muss Amy handeln. So ist sie programmiert. Kleine Randnotiz, ich habe leider feststellen müssen, dass meine Wartungsanlage ausgerechnet über unserem Hyperloop-Terminal nicht mehr aktiv ist. Das heißt, ich brauche eine weitere hier. Wie komme ich da hin? Könnten noch mal ein bisschen Energie dort rüberschieben. Ja, vielleicht sollte ich eher einen Energieproduzenten dorthin stellen. Wir sind schon wieder im Minus. Es geht die ganze Zeit auf und ab mit unserer Energie. Wir haben schon fast die Hälfte unserer gespeicherten Energie verloren. Also ich muss definitiv mehr Energieproduzenten hier haben. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir jetzt so viele neue Drohnenstücke bauen, die ordentlich Energie brauchen. Und die Hyperloops brauchen noch Energie und so. Also ja, wir müssen einfach noch viel mehr Strom produzieren. Wo stelle ich noch einen hin? Hier geht noch mal ein bisschen was. Dann, wir wollen ja hier in Sektor 12 eine neue Kolonie aufbauen. Ich glaube, da werde ich mich auch schon mal ein bisschen in die Richtung orientieren. Windkraft ist immer so ein bisschen instabil. 20%, nee, das machen wir nicht. Soll ja auch ein bisschen was bringen. Vielleicht am besten auch nochmal eine Relaisstation hier hin, die dann auch das Lager versorgen kann. Hier oben steht ja jetzt auch der Drohnenstock. Brauchte ich noch mehr? Ja, hier hinten, das müsste eigentlich auch verteidigt werden. Aber erstmal haben wir eine Forschung vollendet, nämlich importiere Eis aus Europa. Wir können Eis von einem Jupitermond mit einer Flotte von Frachtschiffen importieren. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, ob das bedeutet, dass ich Wasser auf den Mars bekomme oder ob ich das Eis tatsächlich als Eisklötze bekomme, die ich dann lagern kann. Also ob das eine Möglichkeit ist, für mich an Eis zu kommen, das ich irgendwann nicht mehr abbauen kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Es wird auf jeden Fall hier wieder so ein bisschen bedrohlicher. Ich überlege, ob man nicht doch mal hier was macht. Überlegene Kampfdrohnenschilde, Kampfdrohnengeschwindigkeit. Vielleicht ist es aber auch noch ein bisschen verfrüht, was das angeht. Wasserversorgungsnetz wäre auch mal ganz nett. Ich glaube, das mache ich. Das kostet nicht viel Zeit. Das ist nach 2 Monaten wieder vorbei. Das machen wir jetzt erstmal. Weil ich gerade noch nicht so richtig weiß, was ich anstellen soll. Wir hätten hier ein verlassenes Medizinzentrum, das mich so ein bisschen anguckt, ist aber etwas außerhalb meiner Reichweite. Ich habe mir aber gerade überlegt, vielleicht bauen wir hier einfach einen kleinen Drohnenstock hin. Weil wir haben hier nicht so viel und irgendwann ist das sowieso geflutet. Aber solange sollte es halt schon verteidigt sein. Ja, und ich meine, man kann natürlich das Medizinzentrum erstmal noch mitnehmen. Wir müssen es nur halt auch relativ bald wieder abbauen. Gott, minus 320 hatte ich jetzt zwischendrin. Ist ja grauenhaft. Okay, hier kann man noch mal ein bisschen mehr Strom hinbringen. Hier. Ich baue jetzt einfach außenrum hier noch mal an verschiedenen Orten was hin. Das könnte sich mal lohnen, weil wir hier noch ein bisschen Aluminium haben.
Also überall, wo wir nochmal Ressourcen in der Nähe haben, die wir vielleicht irgendwann mal abbauen wollen, bauen wir jetzt einfach mal ein paar Solarfarmen hin. Da noch ein bisschen was hoch. Ist ja auch nicht verkehrt. Hier machen wir so eine Straßenverbindung rüber. So kann man die Solarfarmen natürlich auch nutzen. Ja, damit würden wir jetzt auch an das Eisen rankommen. Jetzt haben wir hier schon wieder den Fall, dass hier die Energie nicht ausreicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich meine, wir haben doch noch was gespeichert. 145 Megawattjahre. Ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Batterien. Hier zum Beispiel. Also es gibt einige, die jetzt hier ohne Energie dastehen. Das finde ich irgendwie unschön. Dann baue ich hier nochmal eine Batterie dazwischen. Vielleicht haben die Batterien auch eine Reichweite, in der sie aktiv sein können. Und wenn die zu weit weg sind, dann können sie davon nicht mehr profitieren, dass wir Strom gespeichert haben. Ich weiß es nicht. Also zumindest kommt es mir im Moment ein bisschen so vor. Über das Wasserversorgungsnetz. Wasser. Überall Wasser. Glückwunsch, du hast die Wasseraufbereitungsanlage, das Gefrierwerk und das Pumpwerk freigeschaltet. Du kannst jetzt das erste Wasserversorgungsnetz auf dem Mars errichten. Bisher hast du Wasser ausschließlich aus Eis gewonnen, doch diese Technologie ermöglicht es dir, Wasser aus Gewässern zu sammeln und an deine Farmen, Biokuppeln und Städte zu verteilen. Diese Gebäude benötigen eine gewisse Menge Fließwasser, um zu funktionieren. Verbinde sie über Leitungen mit deinen Wasseraufbereitungsanlagen. Wenn ein Gebäude zu weit entfernt ist, kannst du dein Netz mit Hilfe von Pumpwerken vergrößern. Deine Gefrierwerke verwandeln Fließwasser in Eis um und ermöglichen so in späteren Phasen des Terraforming-Plans die Versorgung von Basiskolonien und Nahrungsfabriken mit Wasser. Ja, damit hätten wir dieses Thema. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Wir hatten ursprünglich 300, 800, 1500, 2400, 3500. Ah, wir haben das Kampfdrohnenlimit schon wieder erreicht. Ich habe einfach zu viele Drohnenstöcke gebaut und kann einfach keine weiteren Drohnenwaffen mehr bauen. Ich will jetzt aber nicht schon wieder 25.000 Forschungspunkte ins Militär reinbuttern. Da würde ich lieber erstmal aquatische Gebäude mehr... Wobei, das brauche ich eigentlich noch gar nicht. Hochentwickelte Minen. Wäre auch mal schön. Atmosphärenbremsung von Eisasteroid würde Wasser von außen auf den Mars bringen. Ich meine, vielleicht braucht man das auch irgendwann. Kostet aber auch 10.000 Forschungspunkte. Ich nehme jetzt die genveränderten Flechten. Die werde ich definitiv irgendwann brauchen. Na, hier übrigens, der Krater wird immer voller. Hier kommen die ersten... Na, ich will es nicht Flüsse nennen. Eigentlich sind das eher Gräben. Weil Flüsse, das würde ja... Dafür bräuchte man ja erstmal Niederschlag, bevor die funktionieren würden. Deswegen, also Flüsse sind es eigentlich nicht. Sag mal, diese Wartungsanlage... Die Wartungsanlage hier hinten ist eigentlich überflüssig. Die kann weg. Bin ja jetzt hier dabei, das allmählich zurückzubauen. Wir könnten vielleicht nochmal eine weitere Relaisstation brauchen. Unregelmäßiges Terrain. Hier. Die hier vielleicht auch nochmal ein bisschen mithilft. Die wird später erst geflutet als die hier. Und die hier ist halt ziemlich überlastet, deswegen machen wir das mal so. Tja, was machen wir jetzt mit den Drohnen? Also ehrlicherweise sind natürlich die Drohnen, die am Rand stehen, am wichtigsten. Also diese in der Mitte hier brauchen wir eigentlich nicht. Die hier stehen, die könnte ich problemlos woanders aufbauen. Also ich könnte zum Beispiel hergehen und die mit denen da unten verbinden, weil 5 Drohnen bringen überhaupt nichts. Weil wir in der Mitte nicht unbedingt, es ist ja immer noch verteidigt, aber Offensivdrohnen brauchen wir ja eher an der Grenze zu unserem Gebiet. Hier, das ist relativ in der Mitte. Das könnte man gut verteidigen. Ist nur die Frage, man weiß halt nicht, woher der nächste Angriff kommen würde. Ich würde die mal hier hinstellen. Und dann haben wir ja hier noch 118 Drohnen, die auf die hier los können. Forschungsaußenposten Sat-Nashida Treibstoffraffinerie. Ach ja, richtig, die haben wir ja auch. Das Forschungsteam ART 30327, EVA-Spezialist Sam Dimson. Keiner aus meinem Team glaubt mir, aber ich könnte schwören, dass einer der Arbeiter uns auf unserer Reise hierher gefolgt ist. Mir ist bewusst, wie lächerlich das klingt, aber ich bin mir absolut sicher, es ist wahr, wobei ich nicht weiß, warum oder wie.
Die Reparaturarbeiten an der Raffinerie läuft gut, aber gestern, als ich einen der Treibstofftanks untersucht habe, konnte ich denselben Arbeiter auf einem Hügel in der Nähe sehen. Das hat mir eine Scheißangst gemacht. Meine Kollegen haben recht, es kann nicht sein. Ohne Zweifel, das anstrengende Leben hier auf dem Mars hat mich geschafft. Ich sollte das Ganze lieber vergessen. Morgen auf dem Rückweg in die Kolonie werde ich aber trotzdem den Horizont im Auge behalten. Oh je. Oh je. Was geht hier ab? Lichen is crucial to create a bridge from trace amounts of oxygen to the levels needed for more advanced organisms. This will be the beginning of the spread of plant and animal life across Mars. Das ist sehr aufregend. Organisches Material. Ich meine, wir haben hier ja schon die genveränderten Cyanobakterien. Das sind ja streng genommen eigentlich auch schon, sind ja schon Organismen. Also Wasserversorgung. Das Thema könnten wir uns eigentlich auch mal anschauen. Die Wasseraufbereitungsanlage entzieht Wasser aus Gewässern und verbessert dessen Qualität, sodass es in das Wasserversorgungsnetz eingespeist werden kann. Die Wasserpumpe erweitert das Versorgungsnetz und das Gefrierwerk, ja, sorgt für Eis. Mal so Interesse halber. Könnte man das jetzt hier unten hinstellen? 44%. Ja, das muss ziemlich nah am Rand sein, wie ihr seht. Das ist alles unregelmäßig, das geht also hier gar nicht. Gesperrter Sektor, ja gut, klar. Ja, also jetzt 40% kriege ich im Moment kaum hin. Hier wären 46, ist aber sehr nah am Rand. Es könnte sein, dass man dann sehr schnell kein Wasser mehr hat. Das wären immerhin 25%. Benötigt Wasser in der Nähe. Okay, er braucht mindestens 20%. Aber ich meine, man könnte es natürlich spaßeshalber einfach mal machen. So, hier einfach mal so ein Ding hinstellen. Und dann könnten wir demnächst auch die genveränderten Flechten einfach mal hinstellen, dass wir das mit dem O2 hier auch noch weiter beschleunigen. Ah, der nächste Hyperloop steht. Da werden wir natürlich auch gleich mal die Verbindungen herstellen. Ups. Was passiert jetzt? Achso, das ist bestimmt mein Landeplatz. Na, der kommt ja wie gerufen. Gerade jetzt, wo ich hier den Hyperloop fertig habe, das passt eigentlich ganz gut. Wir brauchen allerdings auch noch ein bisschen Wartung hier. Und dann könnten wir den fortgeschrittenen Landeplatz hier irgendwo hinstellen. Ja. Vielleicht tatsächlich hierhin. Das wäre nicht verkehrt. Also wir hätten hier den Forschungsaußenposten, den wir haben wollen. Haben auch gleich noch ein paar Ressourcen hier rausgefunden. Wartet mal, das war das hier. Genau. Und jetzt lass mal gucken. Was brauchen wir für den Hyperloop? Wir brauchen jeweils fünf Aluminium, Stahl, Elektronik, Polymere und Teile. Haben wir das hier? Ja. Ja. Das haben wir. Das heißt, ich könnte jetzt einfach ganz frech erstmal hier schön einen Hyperloop hinstellen. So. Fangen wir einfach mal direkt damit an. Irgendwie hat das hier eine andere Farbe, oder? Die Straße? Interessant. Ich meine, ich werde natürlich auch hier Aluminium abbauen, ist klar. Aber wir können halt die ganzen Ressourcen auch von außerhalb bekommen. Das macht es uns natürlich viel, viel einfacher, hier schnell unsere Basis aufzubauen. Natürlich wird er dann irgendwann auch hier eine Verteidigung brauchen. Der Bereich ist ja schon erforscht. Ja, ich muss halt nur noch irgendwas dahinstellen. Zum Beispiel ein bisschen Energie. Boah, Leute. Ich könnte das jetzt schon mit der Energieversorgung verbinden. Das sieht für mich einigermaßen verbunden aus. Das wäre hervorragend. Ja, und das sind die genveränderten Flechten. Biokuppeln funktionieren am besten in Gebieten mit geeigneter Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffmenge. Okay. Ich dachte, die produzieren Sauerstoff. Auf jeden Fall werden wir hier erstmal den nächsten Bereich freischalten. Hier gibt's... Oh, das Eis ist nicht mal im Schmelzen. Perfekt. Das nehmen wir mit. Und der Drohnenstock, das war ja das eigentliche Ziel, den bauen wir hier hin. So. Diesmal zäumen wir das Pferd ein bisschen von hinten auf. Müsste aber eigentlich funktionieren. Sofern ich hier die Verbindung hinstelle, sollten wir hier keine Probleme bekommen. Hier ist auch nochmal Eis übrigens. Das auch noch nicht schmilzt. Also hier scheint es noch etwas kälter zu sein.
Naja, die Solarfarm brauchen wir jetzt schon, um das hier zu versorgen. Ist halt nur die Frage, inwiefern brauchen wir das? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen das gar nicht. Wir können die Relaisstation und diese Solarfarm auch schon abreißen. Adapting biological systems from Earth to Mars is a real challenge. Life is adaptable, but slow. Oh, Wasserversorgung. Haben wir jetzt hier auch noch einen Reiter, den wir beobachten können? Obwohl es ja noch gar nicht fertig gebaut ist. Ich werde es hier mal priorisieren, damit wir das hier bald mal sehen. Es gibt Gebäude, die ohne Energie sind. Ja gut, das ist da hinten, das ist klar. Neue Kolonisten im Anflug und so weiter. Ja. Ja, die füllen das natürlich jetzt hier auch noch weiter auf. Der Grund, weshalb ich das hier bisher noch nicht abgebaut habe, ist eigentlich hauptsächlich die Straßenverbindung hier. Weil wir wollen ja das Eis hier noch abbauen. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Wir haben schon ordentlich was abgebaut, seit wir das priorisiert haben. Das ist schon ordentlich, muss man wirklich sagen. Jetzt mit der zweiten Relaisstation. Gut, jetzt ist der nicht mehr ausgelastet. Das ist ja auch verrückt. Warum teilen sie sich das nicht ein bisschen genauer, also ein bisschen gerechter auf? Achso, warte mal. Die Teilefabrik hier hinten steht ja. Dann können wir die eigentlich abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man vielleicht auch noch eine Elektronikfabrik irgendwo schön aufbaut. Ich guck mal, wo wir viel Silizium haben. Das ist nicht mehr allzu viel hier. Nee, das ist jetzt nicht die richtige Ecke dafür. Das sind alles keine riesigen Vorkommen. Hier oben gibt's schon einiges. Das wäre jetzt so die einzige Ecke, wo ich sagen würde, das hier macht Sinn. Weil hier ist, gut, das ist auch schon wieder fast leer. Aber hier ist ein 6000er Vorkommen. Da oben ist nochmal ein 3000er, das ist zumindest halbwegs in der Nähe. Die 900, gut, da sind nochmal 2400, also hier geht's eigentlich. Nur Aluminium, das wäre dann das zweite Thema. Gut, da sind 4500, ist eigentlich nicht verkehrt hier oben. Man könnte das hier oben machen. Im Idealfall in der Nähe von so einem Hyperloop-Terminal. Was ist hier los? Ach, das ist schon leer? Das ging jetzt aber schnell. Fortschrittliche Biotechnologie ist auch schon erforscht. Meine Güte, das geht hier wie das Brötchen backen. Also ich schwanke etwas zwischen den hochentwickelten Minen und dem Eisasteroid. Aber ich glaube, die hochentwickelten Minen will ich jetzt erstmal haben. Weil da haben wir auch schon ein paar, die wo wir was hinstellen könnten. Forschungsaußenposten Ares Medizinzentrum. Das Forschungsteam ARV 216 unter Geologe Hugo Wells. Wir hatten unterwegs einen Unfall. Zum Glück ist unser Ziel das Ares Medizinzentrum, sodass wir uns selbst zusammenflicken konnten. Die Infrastruktur ist nach wie vor in Ordnung, aber ein Teil der Ausrüstung ist wirklich alt. Das war sie auch schon, als die Station gebaut wurde. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die ISA damals noch kein so großes Budget hatte. Dem Universum sei Dank, dass sich das inzwischen geändert hat. Wenn man auf dem Mars lebt, ist man sich der Gefahr und der Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens sehr bewusst. Darum ist es gut, der Kolonie ein weiteres Medizinzentrum hinzuzufügen, auch wenn es so alt ist wie dieses. Okay, ja, sehr schön. Das war das hier, meine ich. Es gäbe natürlich noch das hier, die Absturzstelle Mars 6 immer noch. Wäre auch nicht mal in der Flutzone. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mittlerweile müssen wir das ja eigentlich auch schon lange erforscht haben, genau. Da werden wir das doch mal hier gleich hinzufügen. Jawohl, der Hyperloop steht. Verbindung steht. Ja, dem fehlt natürlich jetzt hier das Glas, das ist klar. Insofern Silizium abbauen und eine Glasfabrik. Da nehme ich jetzt mal eine einfache. Wegverbesserung. Ach so, Leute, jetzt verstehe ich das. Der musste erst diese Verbindung hier bauen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das so lange dauert und was für Unmengen an Ressourcen der hier eigentlich braucht. Aber klar, der muss diese Verbindung unten drunter ja auch erst noch aufbauen. Genau, daran liegt das. Ah, ist das nicht schön, wenn man zwischendrin auch mal wieder was verstanden hat? Ach, das ist der Grund. Okay, also demnächst kommen dann hier auch die Verbindungen an. So, aber ich war immer noch bei dem Thema Elektronikfabrik und ob man nicht eine schöne große bauen könnte.
wie gesagt, das wäre halt eigentlich toll, wenn es in der Nähe von einem Hyperloop wäre. Und das wäre dann eigentlich der da oben, der nächste. Insofern, wir probieren das jetzt einfach, ob das effizient ist. Wir bauen hier eine Elektronikfabrik hin. Nehmen natürlich die Siliziummine mit und hoffen, dass hier dann auch das final upgrade for the mines. This will be a big boost to our production. Und das Aluminium sollte dann auch irgendwie darüber kommen. Ich meine, hier ist ja auch noch mal ein bisschen was. Da ist auch noch mal ein größeres Vorkommen. Ist halt nur leider ein bisschen weiter weg vom Hyperloop. Ja, aber ich meine, anschließen ist zu weit entfernt. Haben wir mal eine Relaisstation dazwischen. Eine Alumine. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einfach noch mal eine Solarfarm oder so dazwischen stellen. So. Um hier noch mal eine Straßenverbindung hier hoch zu bekommen. Wir haben übrigens 0,9 Millibar auf einmal. Wow. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Auf einmal verteilen sich hier die Cyanobakterien wie wild im Wasser. Ich weiß nicht, was jetzt gerade hier den Ausschlag gegeben hat. Aber es geht auf einmal richtig schnell. Da kann man richtig zugucken, wie sich das jetzt hier ausbreitet. Wenn wir hier ein bisschen näher rangehen, sieht man das richtig, wie sich das hier weiter voran bewegt. Und deswegen haben wir jetzt auf einmal 0,9 Millibar. Wir sind kurz davor, 1 Millibar Sauerstoff zu erreichen. Und das interessanterweise, bevor wir die 400 Meter Wasserstand haben. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte gedacht, dass wir den Wasserstand weit vorher haben. Aber das ist ja krass. Ob das jetzt mit der Wasseraufbereitungsanlage zu tun hat, dass das auf einmal so dermaßen beschleunigt ist. Das ist das Einzige, was ich mir hier gerade vorstellen kann. Oder geht das ab 250 Meter besonders schnell? Ja, wir haben 1 Millibar. Unglaublich. Unglaublich, Leute. Das heißt aber auch, dass ich meine Sauerstoffproduzenten eigentlich wenigstens mal die Priorisierung rausnehmen kann. Ich würde sogar behaupten, ich kann sie ausschalten. Ich brauche die nicht mehr. Ich mache die aus. Und hier ist übrigens eine Siliziummine erschöpft. Die können wir dann gleich mal entfernen. Hier war noch eine. Also ich würde es jetzt einfach mal probieren, ob das ausreicht. Wenn nicht, kann man sie auch wieder anschalten, aber das ist ja krass. Und hier das Uran ist auch aufgebraucht. Oh, da brauche ich aber irgendwie eine andere Straßenverbindung dazwischen. Energie ist immer gut. Haben wir ja schon festgestellt. Dann bauen wir hier einmal eine Solarfarm hin. Uranmine weg. So, wird abgerissen. Es bedeutet aber auch, dass ich die Flechten jetzt eigentlich nicht zwangsläufig brauche, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Wir sind jetzt schon bei 1,1 Millibar. Jetzt auf einmal geht es rasant. Das ist ja krass. Das ist richtig krass gerade. Das kam auch ein bisschen unerwartet. Komme ich jetzt ja gerade gar nicht so richtig drauf klar. Da ist das Wasser alle. Oder das Eis, besser gesagt. Sonst noch irgendwelche Minen gerade leer geworden, die ich abreißen soll. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Oh, schau mal. Da ist noch ein großes Eisvorkommen. Das wäre natürlich auch noch toll. Wie komme ich da am schnellsten ran? Wahrscheinlich so. Das reicht noch nicht ganz. Aber wahrscheinlich brauchen wir eh noch Energie. Genau. Okay. So, was macht denn unsere neue Kolonie hier unten? Die, ja, ist ziemlich weit aufgebaut. Die Verbindung steht. Sehr schön. Ich werde jetzt auch schon mal gleich mal mit der Wartung anfangen. Hier. Ich würde auch gerne hier diese Kohlenstoffmine aufbauen. Die bringt uns ja auch was, weil wir den Kohlenstoff gut für unsere Stahlproduktion benötigen. Beziehungsweise eben auch für die Polymere. Dann sollten wir auf jeden Fall noch ein Lager haben. Hier in der Nähe. Und vielleicht auch noch mal eine Relaisstation, weil ich glaube, ja, 62, bisschen viel. Ich baue eine Relaisstation hier hin. Und eine dorthin. So, ein bisschen Richtung Kolonie schon mal. Natürlich wollen wir auch das Eis haben und wir wollen die Chemikalien.
Wir werden hier unten auf jeden Fall auch eigene Nahrungsmittel produzieren. Das ist einfach sicherer. Das meiste andere können wir auch woanders herbekommen. Aber ja, das wäre mir wichtig. Ja, und danach dann halt die Kolonie. Nochmal eine Wartungsanlage hierhin. Energie braucht er nochmal. 81% nur. 31%, ist jetzt auch nicht toll. Gut, da sind mir die 83% hier dann doch ein bisschen lieber. Naja, und natürlich muss das hier unten dann auch nochmal verteidigt werden. Wieso? Ach so, Stopp. Auch wichtig, wir brauchen noch Scanner. Bevor ich hier anfange, alles außerhalb des Radius zu bauen. Wir brauchen hier noch Scanner. Areologische Scanner. Ringsrum. Wie üblich. Na gut, hier oben könnte auch nochmal einer stehen. So. Ich überlege gerade, wie ich da rankomme. Wenn man diese Eisenmine nehmen würde, würde das gehen. Auch wieder nah am Pol jetzt, ne? Ja. Ja, man sieht es auch, wie hier diese Sektoren sind jetzt nicht mehr ganz so würfelig wie hier, sondern werden schon ein bisschen länger. Aha. Dann ist die nächste Siliziummine leer. Da bräuchte ich glatt mal Ersatz für. Ja, Leute, wer hätte das gedacht? Am Anfang der Folge dachte ich noch, das dauert ewig, bis wir den Sauerstoff hier zusammenbekommen. Und jetzt sind wir bei 1,7 Millibar und haben das sogar, bevor wir den Wasserstand auf dem Mars bekommen haben. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt wieder auf den Wasserstand konzentrieren. Klar, der steigt auch ein bisschen von alleine, aber halt nur über die Zeit. Also, ja, Leute, lasst uns Wasser auf den Mars bringen. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dann, macht's gut, eure Miri.